Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Zeit Helper Band Challenge. Im letzten Part passierte viel. Wir haben unter anderem erstmal die Wasserfallhöhle komplett erkundet und haben daraufhin diesen komischen Kristall entdeckt, gegen den wir gegengestoßen sind. Und dann haben wir diese riesige Flutwelle ausgelöst, die uns dann zur heißen Quelle brachte. Das haben wir Plaudergeil alles berichtet. Allerdings äußerten wir auch unsere Vermutung, und zwar, dass Knuddelf bereits einmal da war. Und genau das haben wir dann bestätigt bekommen. Und deswegen war die erste Erkundung eigentlich ziemlich hinfällig, weil das war nichts Großartiges erkundet. Wir haben das an sich schon erfahren können. Von Knuddelhof. Naja, er hat uns ja eigentlich damit beauftragt. Warum auch immer er das gemacht hat, keine Ahnung. Vielleicht erfahren wir es nämlich. Denn es ist Folgendes passiert: Wir haben jetzt hier in der Nacht geredet über unsere Schwindelanfälle, haben ein bisschen diskutiert, bis dann Plaudergeil kam und sagte: Der Guildmeister will euch sofort sehen. Na dann, würde ich sagen, ab zum Guildmeister. Guildmeister, hier ist Team Captain Do. Ja. Guildmeister? Guildmeister? Hallöchen! Na fast. Euer Team hat heute viel durchgemacht. Oh ja, eine Menge. Aber keine Sorge, ich behalte eure Aktivität im Auge. Mit beiden Augen. Der hat doch wirklich einen creepy Blick drauf, muss man sagen. Guckt euch das mal an, bitte. Also ich meine jetzt nicht den Overworld-Sprite. Ich sollte euch sagen, warum ich euch gerufen habe. Wir haben vor, bald eine große Expedition zu unternehmen. Oh, Expedition? Eine Expedition? Ja, die Gilde wird einen Ort erkunden, der sehr weit entfernt liegt. Das ist viel schwieriger als eine Erkundungstour hier in der Nähe. Darum müssen wir uns gut auf diese Reise vorbereiten. Wir wählen sorgfältig aus, welche Guildmitglieder mit auf die Expedition gehen werden. Wirklich? Normalerweise würden wir niemals im Leben in Erwägung ziehen, Neulinge als Mitglieder für die Expedition zu wählen. Aber ihr zwei gebt euch so viel Mühe. Darum machen wir diesmal eine besondere Ausnahme. Wir haben beschlossen, euch in der Liste der Kandidaten für die Expedition aufzunehmen. Oh, sehr schön. Wirklich? Na na, ihr seid noch nicht als Expeditionsmitglieder ausgewählt. Bis zur Expedition ist noch Zeit. Wenn ihr bis dahin keine gute Arbeit leistet, könnt ihr nicht damit rechnen, für die Expedition ausgewählt zu werden. Ich bin mir sicher, ihr zwei könnt es schaffen. Gebt euch Mühe. Na gut, dann haben wir was zu tun, Leute. Ja. Eine Expedition. Ist das nicht fantastisch, Capco? Ich habe plötzlich Herzrasen. Tun wir unser Bestes, damit wir ganz sicher für die Expedition ausgesucht werden. Na gut, Leute, wir haben eine neue Aufgabe. Yeah! Sehr schön. Eine Expedition soll es also sein. Kapitel 6. Team Totenkopf. Klingt schon mal wieder schlechter. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür. Es ist morgen. Jedes Mal. Was? Krakeno, was ist denn hier los? Ich verstehe es nicht. Na egal. Na gut. So, diesmal bitte ganz kurz speichern, Leute. Ja, es muss mal sein, denn ich habe die ganze Zeit nicht speichern können. Ich habe schon die letzten zwei Parts hintereinander aufgenommen. Und ja, dieser blöde Pollenflug, der momentan nicht aktiv ist, ne? Meine Nase ist schon ziemlich verstopft, muss ich sagen. Wegen meiner scheiß Allergie. Ah ja, ich hoffe, ich kriege den Part noch durch. Obwohl ich eigentlich ein bisschen leiser sprechen müsste, weil meine Eltern wahrscheinlich schon schlafen. Ah, naja, egal. Ich hoffe, ich kriege das hier noch durch. Mal sehen. Gut, Team Totenkopf also. Das neue Kapitel steht an. Ich bin gespannt, was jetzt kommen wird. Wie ich schon erwähnte, gibt es weit im Osten einen See. Um diesen See gibt es viele ungelöste Rätsel. Wir hoffen, dass wir diese Rätsel lösen können. Daher plant unsere Gilde zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder eine Expedition. Oh, eine Expedition, sagst du? Ja, bitte. Oh ja, Donnerwetter. Unsere letzte Expedition ist schon so lange her. Aber das heißt, ihr werdet wieder aus allen von uns die Mitglieder für die Expedition auswählen, oder? Ah, genau. Wir werden in einigen Tagen aufbrechen. In den nächsten paar Tagen werden wir die besten Lehrlinge auswählen. Die ausgewählten Ex-Mitglieder werden als Expeditionsteam bilden. Das. Gebt euch Mühe, wenn werdet ihr was vielleicht für die Expedition ausgewählt. Oh weia, oh, das ist aufregend, oh. Jawohl, ja. Ich war noch auf keiner Expedition. Ich würde diesmal wirklich gerne mitgehen. Donnerwetter. Versuchen wir unser Bestes, damit wir ausgewählt werden. Ah. In Ordnung, Pokémon, nun geht eurer gewohnten Arbeit nach. Ah. Hurra. Okay. Dann wird Zeit, wieder einen guten Eindruck zu erlangen. Ah, ihr beide, ja? Ah, bla 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 bla. Okay, das kennen wir schon. Alles klar. Ich glaube, ich muss gleich ein bisschen cutten, denn meine Nase ist so verstopft, dass. Hört man vielleicht sogar, dass ich einmal noch wieder ausschnupfen muss. Ich brauche heute so viele Taschentücher, ist unfassbar, Leute. Ein kurzer Cut, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. So, Leute, da bin ich auch schon wieder. Und jetzt habe ich hier alles vollgerotzt. Wow, ich bin noch richtig gut. Na egal. Das ist ein anderes Thema. So. Und jetzt sind wir hier oben, jetzt passiert irgendwas. Oh, ich sehe schon, worauf es hinauskommt. Heute sollen wir uns also um die Jobs kümmern, die am Job-Infobrett und am Renoven-Infobrett aushängen. Versuchen wir, so viele Jobs zu erledigen, wie wir können. Dann müssen wir sie nur uns einfach ins Expeditionsteam aufnehmen. Ach so, ja, stimmt. Ach so, sie. Oh ja, okay. Ich habe kurz überlegt, was er da anspricht. Sehen wir gleich nach, Capco. Na gut, ab geht's. Aber. Sieh mal, diese Pokémon. Die kennen wir doch. Hey! Sag bloß. Ihr zwei. Diese beiden.
Sag bloß, du kennst sie nicht mehr. Warte, haben wir die nicht schon mal gesehen? Ja. Boah, bildet euch nichts darauf ein, ihr hattet ein nur Anfängerglück. Genau, merkt euch das. Die Diebe des Reliktfragments. Ich weiß es wieder. Das sind die beiden Halunken, die mein Reliktfragment gestohlen haben. Was machen die hier? Oh, du solltest wissen, dass wir auch ein Erkundungsteam sind. Hey, was ist so seltsam daran, wenn ein Erkundungsteam all das Jobinfobrett liest? Was? Ihr seid ein Erkundungsteam? Genau. Auch wenn unsere Methoden nicht immer vorschriftsgemäß sind. Eigentlich nie. Aber was für eine Überraschung. Warum seid ihr denn hier? Wir wollen Erkundungsteammitglieder werden. Wir sind eigentlich schon welche. Also trainieren wir hier in der Gilde. Was? Ihr wollt ernsthaft Erkundungsteammitglieder werden? Du da, komm mal eben mit. Was ist? Und wir stehen da einfach so. Ey, ich bin jetzt richtig gemobbt. Jetzt versteh mich bitte nicht falsch. Aber das mit dem Erkundungsteam solltest du besser vergessen. Was? Warum? Tja, weil du zu ängstlich bist. Du erschrickst leicht, ja? Für eine Memme wie dich ist ein Erkundungsteam nichts. Aber... Na? Es stimmt, dass ich ängstlich bin. Aber darum trainiere ich, um meine eigenen Schwächen zu überwinden. Im Moment arbeite ich daran, für die Gildenexpedition aufgesucht zu werden. Oh, eine Expedition, sagst du? Hey, tja, nur der Wille reicht aber nicht. Ohne Talent wirst du kaum ins Expeditionsteam gewählt werden, oder? Im Grunde geht es um Talent, nur um Talent. Das haben wir auch. Das sagst du. Du redest zwar viel über Talent, aber welche Fähigkeiten hast du denn? Ihr seid so schwach, dass sogar wir euch geschlagen haben. Oh, tja, da hatten wir den Boss nicht dabei. Boss? Boss? B-Boss? B-Boss. Hey, genau. Team Totenkopf, unser Erkundungsteam hat 3 Mitglieder. Ah, damit sind sie also gemeint. Also Boss ist extrem talentiert. Man könnte sagen, er ist knallhart, ja. Hey, wenn das Boss dabei wäre, würden wir euch zertreten für einen Wurm. Wo wir vom Boss reden? Ich kann gerade riechen, dass er kommt. Du kannst ihn riechen? Du hast keine Nase, Smogon, aber egal. Riechen? Hier ist der Boss. Ach, sag bloß. Wisch mir nur aus dem Weg. Oh, Capco. Boah, was ist das für ein fürchterlicher Gestank? Und er zieht hinüber. Ekel stinkt wie vergammelter Käse. Das ist ekelhaft, jawohl, ihr Donnerwetter. Hey, meine Augen brennen. Ah. Nicht gut. Wir haben eine volle Lage bekommen. Aus dem Weg, oder willst du wie dieser Waschlappen da drüben enden? Oh, nein. Boss. Du hast es ihnen gezeigt, Boss. Du bist der Beste. Ja, schon gut. Also ihr zwei, habt ihr denn irgendwelche Jobs gefunden, die die Moneten einbringen? Am Töpferbrett hängen nur billige Jobs. Dafür gibt es etwas anderes, Boss. Das könnte eine ganz große Sache werden. Was für eine Expedition der Gilde? Das hört sich ausgezeichnet an. Nicht wahr? Hören wir ab, wir müssen ein paar Vorbereitungen treffen. Ha. Komm schon, gehen wir. Ja! Interessant, wie sie zusammen sprechen. Na dann. Was lässt ihr so? Ich hab die Stimme entwickelt. Was lässt ihr so? Das ist keine Unterhaltungsshow. Hey, bist du nicht mal schlappen? Das war also der große Auftritt von Team Totenkopf, alles klar. Alles okay, Capco? Irgendwie schon, na ein bisschen. Nase ist zwar komplett verstopft, ja, ich kann Capco gut verstehen, meine Nase ist gerade auch nicht anders. Gut, du scheinst nicht verletzt zu sein. Trotzdem, das war wirklich fies. Ich habe mich nicht getraut, ihm die Meinung ins Gesicht zu sagen. Dann wäre, glaube ich, dein Schnabel auch irgendwie, ja, verätzt worden. Und das, obwohl er dir wehgetan hat, Capco, ich schäme mich dafür. Sie haben recht, ich bin ein Waschlappen und ein Angsthase. Du bist kein Angsthase. Ja, das ist geil. Lass uns das mal machen. Nee, mach mir nicht. Nein. Danke, dass du mich aufhalten willst, Capco. Aber ich bin wirklich ein Angsthase. Aber das heißt, das weiß ich schon lange. Ich habe beschlossen, dass ich trotzdem mein Bestes geben kann, auch wenn ich nicht so mutig bin. Wegen so etwas werde ich nicht das Handtuch werfen. Ich werde mir meine gute Laune nicht verderben lassen und nicht aufgeben. Okay, hat's ganz kurz geleckt. Wow, was war das denn gerade? Mensch, PC, was ist los hier? Vielen Dank, Capco. Gehen wir jetzt fürs Erste besser unserer gewohnten Arbeit nach. Na dann, heute sollen wir blablabla. Nichts Besonderes, ja. Halten wir uns dran, Capco. Das machen wir. Wie sieht die Jobliste aus? Oh, wir sind voll. 3x Stadthülle, 3x, nee, 4x Feuchtklippe und 1x Stachelberg. Okay, was haben wir hier? Wasserfallhülle haben wir jetzt, okay. 3 Stück. Ich möchte aber ungern jetzt wieder zurückkehren eigentlich. Und da ist nichts mehr. Okay, was machen wir denn jetzt am besten? Ha! So, Jobliste. 3x Strandhülle, 4x Feuchtklippe und 1x Stachelberg. Wir haben die Auswahl, 3x Wasserfall mitzunehmen.
Und ich sehe gerade, hier müssen wir einen Belebersamen mitnehmen. Ah. Was machen wir da am schlauesten? Meine Nase ist schon wieder verstopft so ein bisschen. Ich hoffe, das hört man nicht so allzu gut. Ah, ich überlege gerade. Ich bin kurz dafür, dass wir die Strandhöhle wegmachen. Und wir dafür die Wasserfallhöhlen-Sachen alles da reinsetzen. Ich glaube, das mache ich auch. Lösche ich das mal alles raus. So, die Feuchtlippen-Sachen können wir eh nur machen, wenn wir bei einem das den Belebersamen haben. So, okay. Feuchtlippe-Stachelberg, okay. Dann nehmen wir die ganzen Wasserfall-Sachen. Und dann werden wir die machen. So. Okay, Rosagummi, bla bla bla. Keine Auflagen und so weiter. Okay. Sehr gut. Würde ich sagen, nehmen wir die auch gleich mal an und üben die aus. Meine Nase, Leute. Ich weiß, dass man das hört, dass die verstopft ist. Ich kann nicht dagegen tun. Ach ja, okay. Ja, sonst ist ja nichts zu tun. Ich würde sagen, wir bereiten uns auf den nächsten Job vor. Ach ja, Team Totenkopf. Das geht nicht gut aus. Ich habe da irgendwie ein blödes Gefühl. Wir, die kommen mit auf die Gildenexpedition. Beziehungsweise ich hoffe, dass wir überhaupt reinkommen. So, Zwillichtbank. 88 Geld, das war echt wenig. Okay. Sehr, sehr wenig nur gefunden. Okay, lage ich erstmal ein hier. Mal gucken, was haben wir sonst noch so? Ach ja, die beiden hier von der heißen Quelle. Hier unten ist noch nichts passiert. Gehen wir mal hier lang. Bald werden auch immer die ständig hier aktiv sein, Leute. Dann können wir die auch mal nutzen. Das kommt alles noch. Hallo Kangama, ich möchte dich gerne ansprechen. Lagern. So. Einmal ganz kurz sortieren. So. Spezialbände behalte ich. Diese Pirsifbeere, Singelbeeren haben wir gefunden. Heilsam 1. Schlafsam, bla bla bla. Oh, das sieht wieder ganz gut aus eigentlich. Wir haben sehr, sehr viele Items gefunden. Das gefällt mir. Jetzt sieht es hier so aus. Die Bänder für uns. Äpfel, Pirsifbeere, Singelbeeren, Heilsam, Schlafsam, Topsam. Doppel-Exier und Flieort. Das ist gut. Das ist eine gute Kombination. Brauchen wir noch was zu kaufen? Die Gilde bereitet sich demnächst auf eine Expedition vor, bla bla. Ich hab's eben gehört. Bitte versucht, das mit mir ausgewählt zu werden. Bla, dann seid ihr endlich weg hier für eine gewisse Zeit. Das ist super. Hier gibt's Belebersamen zu kaufen. Eventuell. Soll ich mir einen kaufen? Dann könnte ich diesen einen Job auch erledigen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll. Das kostet nämlich verdammt viel Geld. Und für Belebersamen, die wir eh nicht benutzen dürfen. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Nee, wir belassen das so. Wir belassen das so. Nur falls wir diesen einen Feuchtlippenauftrag eben löschen, wenn wir diesen Belebersamen eben nicht bringen können, weil wir den nicht finden. Wie auch immer. Egal, wir sind, glaube ich, bereit für den nächsten Job. Wir haben jetzt die wasserverhüllenden Dinger ausgewählt, ne? So. Ja, Tangela braucht Hilfe. Er rettet Tangela, führe Corazon. Ah, ich sehe schon. Oh, das wird interessant. Ich will unbedingt hin, bitte eskortiere mich dorthin. Okay, wir müssen ein Pokémon mit ins Team nehmen und durch die Wasserfallhülle führen. Das ist auch wieder neu. Okay, das ist nichts Besonderes. Alles klar. Das heißt, wir sind gleich zu dritt und wir müssen nebenbei Corazon beschützen. Das wird witzig. Wasserfallhülle, okay. Da geht's wieder zurück. Das sehen wir auch gleich, das steht da nämlich gleich. Der Clan Corazon schließt sich in deinem Team an. Okay. Wasserfallhülle U1. So, Corazon, auf dich müssen wir jetzt achten. Du bist nämlich nur Level 7. So, bis zu U8 müssen wir dich bringen. Zuvor U7 ist nämlich noch ein anderer Auftrag erstmal übrigens. Aufpassen. Hier ist nämlich auch ziemlich dunkel. Das heißt, wir sehen unsere Gegner entsprechend spät erst. Aber zumindest tauchen hier die Treppen früh auf. Auch das ist sehr schön. Und ich habe was vergessen. Stimmt, das ist ja immer so jetzt in diesem Spiel. Wir müssen immer wieder neu die Spezialbänder und so weiter verteilen. Das ist ziemlich blöd eigentlich. Das ist in Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel, glaube ich, anders geregelt. Da ist es doch automatisch gegeben. Da muss man sich jedes Mal beim neuen Dungeon wieder auswählen. Und oh, die erste Ziele jetzt schon. Okay, Blubber. Okay. Erstmal, dass wir kämpfen müssen auf U4. Oh, ein Kekleonladen. Das sind wir auch zum ersten Mal. Willkommen, willkommen. Ja, man kann auch mit einem Dungeon hier auf solche Dinge treffen und Sachen kaufen, wenn man entsprechend auch Geld hat. Man kann aber auch was klauen. 50 Poke. Warte mal kurz. Wir haben noch gar nichts, ja. Wir sind leider immer aus den Ebenen rausgegangen, weil wir schnell die Treppe gefunden haben, wie auch eben. So, aufpassen hier. Das ist sehr gefährlich, wenn Corazon als Wasser-Pokémon hier rumläuft, also auf dem Wasser vor allen Dingen, weil hier ja sehr viele Wasser-Pokémon rumlaufen. Das heißt, ganz, ganz schnell kann Corazon hier in Pokémon-Kämpfe verwickelt werden, zu denen wir nicht hinkommen können, weil wir nicht aufs Wasser gehen können. Das heißt, ganz, ganz, ganz dringend aufpassen, dass Corazon nicht ins Wasser geht. Wenn dann ein wildes Pokémon auftaucht, dann ist Corazon tot. Und dann können wir nicht mehr eingreifen. Das ist sehr gefährlich. So, und wo ist jetzt der Klient? Du bist erstmal paralysiert. Sehr schön. Level 12. Oh, sehr schön. Wie ein Wetterboost. Seit langem endlich mal wieder ein Level up. So.
Wo ist... Ah, sehr schön. Ganz schnell finden. Und Gera, ja. Oh, Wasser-Pokémon. Habe ich bereits mal erwähnt. Und dass es gefährlich ist, Wasser-Pokémon zu finden, zu suchen, wie auch immer, wenn es hier selbst Wasser im Dungeon gibt. Denn dann kann es gut sein, dass sie sich irgendwo im Wasser verschanzen, wo wir eben nicht... im Wasser verschanzen, wo wir sie nicht erreichen können. Das heißt, wir können den Job ganz, ganz schlecht durchführen. Okay. Ja, gerne fortsetzen. So, Items mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Oh, ganz viel Geld, sehr schön. Oh, hier aufpassen. Ich gehe lieber hier lang. Nur um sicher zu gehen. So, oh, Lebensruder. Oh, das kommt von Felino hier. Wir müssen leider kämpfen, wir haben keine andere Wahl. Ja. Ich weiß nicht so gerne, gegen Felino zu kämpfen. Komm, machst das Ding fertig. Sehr gut. Ah, Kuros hat sich jetzt da ganz blöd hingestellt. Warte, machen wir das folgendermaßen. Au, 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 das macht ja viel Schaden. So hinstellt, dass Kuros geschützt ist, dass wir zu zweit angreifen können. So. Ich mache das jetzt ganz safe lieber. Und gehe auf eine Donnerwelle. Ja. So ist das am sichersten. Du kannst doch mal angreifen. Ich mache das hier. Jo, das war die sicherste Variante. Und viele nämlich ins Team. Das ist das erste Mal. Allerdings dürfen wir ja nicht, niemanden ins Team nehmen. Das besagt ja die Challenge. Felino geht weg. Ja, was sollen wir machen, Leute? Okay, weiter geht's. U5. Aber ich glaube, den nächsten... den nächsten... Aufträge kommen erst später, ne? Missionsziele... Ja, okay. U7 und U8. Alles klar. So war das. Alles klar. Gut. Wo ist die Treppe? Langer Weg, langer Weg. Lange Wege sind lang. Viel Wasser. Sehr gefährlich. Aufpassen, aufpassen. Da ist eine Sackgasse. Okay, wir nehmen Corazon in unsere Mitte. Das ist sehr gut. Das passt. Dann sind wir von beiden Seiten geschützt. Laufe ich auch so, dass es niemals hier kaputt geht. Okay, so geht das natürlich wieder. Alles klar. U6. So, und wieder ein Item. Nur Spezialbänder hier, aber ist auch egal. So, weiter, weiter, weiter. Radarorb. Das ist auch praktisch. Na gut. Oh Gott, das mag ich überhaupt nicht, hier nah am Wasser zu laufen. Corazon, bitte... Nee, das ist mir zu gefährlich hier. Ich gehe hier schnell raus, ganz, ganz schnell. Ah! Okay, Corazon, nein. Au, 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 au. Okay, jetzt gehe ich auf Nummer sicher. Das sieht aber, wie gefährlich das sein kann. So, das Pokémon da unten schläft, glaube ich. Donnerschock, bam! Ja, sonst bewegt es sich nämlich gar nicht, alles klar. So, stirb endlich mal, danke. Und Flupa erreicht Level 12. Ich wollte gerade sagen, Corazon erreicht ein Level ab. Das sah nämlich irgendwie so erst so aus. Und das würde mich schon ein bisschen wundern. Du kriegst ja keine Erfahrungspunkte. So. Gehweier lassen wir mal da. Schlafsam, okay. Na, falscher Knopf. So. U7, da ist noch ein weiterer Auftrag. Und dann kommt erst U8, wo wir Corazon, fertig eskortiert haben. Ich gehe jetzt erstmal... Vorsicht. Vorsicht. Ich habe dich da gerade aus dem Augenwinkel gesehen, mein Freund. So. Sehr schön. Reicht mit einem Hit aus. Dann gehe ich jetzt lieber erstmal nach oben. So, ich hoffe, wir finden ihn erstmal ganz, ganz schnell den Klienten. Uiuiuiui. Das kann doch echt enge werden, Leute. Das ist noch nicht gesichert hier. Oh, wow. Die tauchen ja sehr oft auf, muss ich sagen. Bam. Wir machen aber richtig schön viel Schaden mittlerweile. Tote Kraftbank auf. Geh mal nach unten. Hier ist wieder so viel Wasser. Das gefällt mir gar nicht. Hier ist noch mehr Wasser. Nein, nein, nein. Du kommst mit ins... Okay, du wirst angegriffen. Gleich wäre jetzt mal die Hälfte weg an KP. Ganz sicher agieren. Und Donnerwelle angreifen. So, nein! Nein, nein, nein! Warum jetzt? Okay, Glück gehabt. Bitte jetzt. Danke. Corazon macht das Ding ganz alleine fertig. Ja, komm schon, stirb. Okay, Gott sei Dank. Leute. So. Weiter geht's. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit am... Ach ja, das finden wir zum ersten Mal, ne? Ja, tatsächlich. Okay, es war eine Sackgasse hier quasi. Das war eben gerade haarscharf, Leute. Genau in solchen Situationen muss natürlich die wichtige Attacke nicht treffen. Und hier ist zu viel Wasser. Corazon, geh aus dem Wasser raus, bitte. Geh ganz direkt aus dem Wasser raus. Das wäre eben gerade saugefährlich. So, wir müssen nach links. Alles klar. Gut, Leute, wir werden das heute nicht mehr schaffen. Das ist kein Problem. Gehen wir eben so lang. Oh, immerhin keine Gegner. Das freut mich. Okay, das ist das nächste gleich. Im Corazon, ich nehme euch mal alle mit, damit ihr den Kampf schneller beenden könnt. Ah, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich nicht. Na, ich wollte nicht nach oben gehen. Nein! Ah, verdammt nochmal. So. Das wollte ich, dankeschön. Ich gehe erstmal auf die Donnerwelle.
Natürlich treffe ich nicht. Was ist denn mit der Donnerwelle los? So, Coruscant ist noch wieder voll geheilt. Fällt mir auch gerade auf. Das ist sehr gut. So, bitte erledige es jetzt mal. Dankeschön. So, gehen wir hier raus. Okay, ich stelle mich einfach mal mit in die Mitte hier. Und setze Coruscant hier in die Mitte. So, sehr gut. Alles klar, Leute. Das war's nämlich für heute. Im nächsten Part geht's weiter hier in der Wasserfallhülle. Und ich hoffe, wir kriegen Coruscant eskortiert. Das ist jetzt uns noch ein bisschen zu hart. Erstmal den Zielpartner finden. Hier auf der Ebene. Und dann geht's in der nächsten Ebene zum Klienten für Coruscant. Bis zum nächsten Part also. Bis dann und auf Wiedersehen.